Moin Mädels! Moin Jungs! Warum ist denn das hier so dunkel? Herzlich willkommen zum heutigen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Kato de Kale Kuschinski. Heute gibt es mein neues Lieblingsspiel für euch. Escape from Tarkov. Wer meinen Livestream verfolgt, der hat es schon mitbekommen. Ich spiele es gerade ultra viel und... Mein Gott. Und wir haben hier ein paar richtig schöne Runden mit dem Meier gehabt. Zwei an der Runde. Nicht nur eine, sondern zwei. Also wirklich zwei Runden. Das ist heftig. Ne? Wirklich, da können wir mal vorbeigucken. Ja. Streame aktuell fast jeden Tag auf Twitch. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ne? Und das ist jetzt von gestern. Ne? Also viel Spaß. Gebt dem Video Daumen hoch und schaut doch mal bei mir im Stream vorbei. Würde mich freuen. Ne? Ansonsten auch bei Meier vorbeischauen. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und jetzt gibt's richtig krasse digitale Ermordung von digitalen Menschen. Viel Spaß. How long is your love? I'm so lost without you. I give you my hands and know that I want your love. Ich weiß noch, wie ich damals angefangen habe. Ich habe auch erstmal nur YouTube-Videos studiert im Grunde. Mehr YouTube geschaut als selber gespielt, um was zu lernen. Also man hat da schon Riesenprobleme, wie du jetzt gerade gesehen hast, das Magazin zu wechseln und sowas. Also man, entweder man ist ein extremer Guncrack und kennt sich damit halt einfach aus mit Waffen oder... Gut, okay. Ich glaube, dann haben wir es. Da kommt mein erstes Tutorial. Ich weiß nicht, ob man Tutorials von mir zu Escape from Tarkov sehen möchte. Wir werden im Februar weiterspielen. Es wird im Februar weiter Tarkov geben. Es sprechen mehrere Sachen dafür. Zum einen reicht, glaube ich, einfach einen Monat für Tarkov nicht. Zum anderen, und das ist viel wichtiger, ich bin einfach fucking süchtig und ich habe keine Lust, was anderes zu spielen. Warum ich jetzt überhaupt mit Tarkov angefangen habe? Ich wollte eigentlich nur so eine Ein-Monats-Challenge für ein Game haben. Also ich habe mir gesagt, in 12 Monaten will ich 12 Spiele gegrindet haben, so nach dem Motto. Ja. Ja. Jetzt ist der Januar aber bald vorbei und ich sehe jetzt nicht, wie ich Anfang Februar aufhöre, Tarkov zu spielen. Ja, dann können wir direkt zum Ersten gehen. So, weißt du, wo wir sind? Ja, ja. Immer dieser Regen. Links von uns läuft los. Alter, wie du den Hammer. Der hat sich hingelegt, wa? Ja, beim ersten Schuss hat er sich hingelegt, aber ist er dann wieder aufgestanden. Alter, hier ist eine richtige Munitionsbox, ey. Oh, ich krieg vorne M4. Achtung. Auf mich wurde geschossen. Komm. Der ist hinter mir, hinterm Haus. Ja. Ja, ich gucke auf die Straße. Das ist genau über mir. Erst wenn du rauskommst, rechts Richtung die Steine oben drauf, aber... Ich kann dir auch versuchen zu helfen. Gehen wir mal hinten rum, weil ich bin auch ein bisschen getroffen. Könnten wir versuchen, ganz rechts rüber zu laufen, und dann... Rechts ist einer mit MK18 oder sowas. Jo. Hast du ihn? Er hat kassiert, nein, nein. Hab ich, der hat Headshot kassiert. Er ist tot, aber jetzt weiß der andere natürlich wieder, dass wir hier eine Flanke schlagen wollen. Gehen wir mal kurz hinter noch einen Spawnstein praktisch. Aufflicken, mir fehlt ein Arm. Bei der SGS ist es zum Beispiel so, dass er zum Nachladen den Verschluss aufmachen muss. Dann fliegt immer eine Patrone raus. Aber die ist weg dann, ne? Ne, die liegt dann genau unter dir, wo du nachgeladen hast. Aber die eine brauchst du nicht aufheben, nur damit du weißt, dass es halt nicht 20 Schuss sind, sondern, also nicht 21 Schuss, sondern nur 20 Schuss. Ich habe das Magazin jetzt auch verloren. Gut, wie sieht's aus bei dir? Ich muss gerade noch mein großes Magazin nachstecken. Dann können wir wegen mir weitermachen. Also der mit der M4, weiß ich nicht, ob der gute Munition geladen hatte. Meine Rüstung ist noch... Sehr gut, guten Tag. Steppt hier vor mir drin gleich. Ja, ich habe gerade irgendwo ein Holz. Hab ihn. Oh, du hast aber einen abbekommen, ne? Ne, hat er mir vorbeigeschossen. Nimm mal das Zeug von dem anderen hier, warte. So, für den Helm auf, warte mal. Hier, den kannst du looten. Den hier. Alter, der Helm ist ja auch krank. Der Helm ist super gut, ja. Ist eigentlich der beste Helm, den du spielen kannst im Spiel. Ja, der hat es auf jeden Fall ernst gemeint. Nur, er hat einen klassischen Fehler gemacht. Er hat Gear im Wert von 1,5 Millionen oder sowas an, aber er hat Munition im Wert von 2000 Rubel gespielt, so. Ja, genau. Er hat halt genau an der falschen Stelle gespart. Ich sag immer, spiel lieber eine schlechte Waffe, schlechtes Gear, hab dafür aber gute Munition. Weil die Munition bringt dir das andere Gear. So, wie machen wir das jetzt? Oh, ein bisschen Geld hat er auch noch dabei gehabt. Was, hat er Geld dabei? Der hat 7000 dabei, ja. Ah, für das Auto hat er die dabei gehabt. Ah, jetzt wieder frisch aus der Kalle. Oh, da ist Scatboss, Achtung, Scatboss. Yeah.
Oh mein Gott, ich bin richtig im Arsch. Lebst du noch? Lebst du noch? Ich lebe noch, ja. Das war Klosett. Ja, du blutest auch. Du musst die Blutungen stoppen. Oh shit, Alter. Okay, ganz normale. Hui. Aber sehr gut, Alter. Du hast den gut aufgemischt. Meine Arme sind halt im Arsch. Die kannst du mit deinem CMS-Kit. Das habe ich jetzt diesmal nicht dabei. Mit dem Ding kannst du dir deine Arme wieder hinmachen. Also, wenn du da noch verhungern bist, ich habe Mayonnaise dabei, aber die geht halt dringend ab hier. Heißt. Trinken. Ne, war ein Skeff. Alles gut. Ja, aufregend. Hab ich. Alter, haben wir wieder ein paar Rubel. Und eine AK. Beste, die er anhat, kannst du einfach in deinen Rucksack legen und die Sachen aus deinem Rucksack in seine Weste rein und dann hast du mehr Platz. Und welcher war jetzt hier der Chef von denen? Der Chef liegt hier hinterm Zaun. Das ist ja, der ist ja schon nackig. Gut. Dann? Dann müssen wir zum Ausgang. Ja, wir müssen hier einmal kurz durch. Und... Hast du ihn? Ja, Moment, aber schießt noch was. Ist Strom schon an? Nee, ist noch nicht an. Komm mal hier rechts rum, ja. Ich hab halt keine Ausdauer, ich muss mal kurz chillen. In solchen Fällen, mit 2x Z kann man den Rucksack wegwerfen. Dann kannst du dich halt praktisch noch normal bewegen. Okay, die waren also beide auf der anderen Seite. Oh, da läuft was. Sehr schön. So, wir müssen zum, irgendwas da. Weiß man nicht. Bei der Busstation sterbe ich immer. Echt, oder? Ja. Ja, komm schon rein. Das ist ein sauer. Ja, was ist das jetzt? Ein Sniper-Skiff wahrscheinlich. Oh, ich, mir wird schwarz vor Augen. Ah ja, aber du bist schon wieder. Bist du dehydrated? Hast du ein Loch im Bauch? Nee. Kein Essen. Ich würde sonst die Mayo nochmal reinknallen. Aber komm am besten hier rein, weil sonst bist du gleich tot. Oh, irgendwie auch. Okay, wo lang? Hier lang. Müssen hier einmal durch. Ja, du kriegst durch die Dehydrierung, die du jetzt hast. Hast du die ganze Mayo gegessen? Hast du noch Wasser? Ich habe mir die jetzt komplett reingezogen, ja. Durch das Wasser hast du jetzt Schmerzen. Komm hier lang. Ja. Schon sauber. So, geh mal zum Ausgang. Ich merke gerade, dass wenn ich mich hinlege, ich sehr viel Ausdauer verliere, wenn ich mich wieder aufrichte. Ja, das Ganze. Also jetzt, wenn du keine Ausdauer, wenn du keine Energie oder kein Trinken hast, dann brauchst du im Grunde dich nicht hinlegen, weil du eh keine regenerierst. Beziehungsweise so langsam regenerierst, dass du die alles verlierst, wenn du wieder aufstehst. Also bei mir sind ja gerade sehr viele Symptome oben angezeigt. Ja. Da vorne kommt ein Steph. Achtung. Sehr schön. Spritz dir mal den hier rein. Sieht aus wie eine Kippe. Ja, fast. Das ist Bropital, das ist ein Morphin, aber das heilt dich auch noch ein bisschen und das heilt halt ein bisschen mehr, als du jetzt gerade Schaden bekommst durch dehydriert sein. Das heißt, du kannst jetzt sozusagen nicht sterben gerade. So was muss man halt alles erstmal wissen, ne? Ja, wir sind nahe dem Exit. Das sind oftmals Scaffs. Ja, das ist ein Scaff, der auf seinen Spawn läuft, weil wir gerade hergelaufen sind. Weiß nicht, ob er tot ist. Maya ist etwas ramponiert. Ach. Achtung. Hast du ihn? Ja. Ah, sehr gut. Du warst circa bei 8,50 ungefähr, warst du dehydriert. Das heißt, du bräuchtest noch 1,5 Minuten. Müssen wir noch schnell im Raid bleiben. So. Das freue ich mich auch gerade. Ah, da ist er. Ich habe in so einer Minute 20 noch kurz im Raid bleiben, dann hast du die Quest nämlich für Jäger auch abgeschlossen. Zittern, auf Schmerzmittel, Schmerzen. Ja, also das ist jetzt gerade wirklich komplett, komplett Chaos, was wir gerade haben. Das ist richtig, richtig wild. So, in 30 Sekunden, dann müsste die Quest für Jäger auch fertig sein. Wird mir das dann noch aufgeploppt wieder? Ja, du kriegst dann einen kurzen Sound. Ich glaube, das ist der krasseste Raid, den ich je hatte. Achtung. Oder was? Ich glaube, dass hinterm Truck einer war, ja. Wird aber auch einfach deine Sounds gewesen sein, aber better safe than sorry. So, jetzt müsstest du rausgönnen. Von wem ist die Quest? Von Jäger, das ist die Quest mit dem... Achso, man hat die Dinger ja gar nicht so. Ja, ist schon ein Haken dran. Okay, dann hier zum Tarkov-Truck. Dann kommen wir hier raus. Hier am besten immer hier so an der Kiste extrahieren, weil dann kann der keiner von der anderen Seite ins Gesicht schießen oder so. Ich bin raus, ich bin raus. Ja, okay, ich bin raus. Eieiei. Rick, ach, scheiße, das ist Rick. Ach, stimmt, scheiße, ich hab die TV-Rig noch. Egal, dafür hast du die Waffe und alles. Oh, vier Leute hab ich erwischt.
Ja, einmal frei. Heißt ja auch Reinhard Sabotskoi? Ja. Sabotskoi sind die Brüder von Rishala. Das sind die Guards von ihm. Ja, mega gute Raid. Ja. Wie viel XP hast du bekommen dafür? 4.400. Ja, super. Also war auch einfach bisher der stärkste Raid, den ich je hatte. Auch so, also auch für mich mega die geile Erfahrung mit dir zusammen so. Also mit jemand anderen mal so ein bisschen auch absprechen und so. Ich meine, du hast jetzt natürlich viel übernommen, das hat man schon gespürt. So, du bist dann einfach so mal drauf und hast dann auch mal gesagt, halt mal kurz die Fresse. Aber grundlegend, so hier und da waren schon ein paar Absprachen da. Das fand ich sehr geil, hat mega Bock gemacht. Aber das mit den Zabotskois und auch jetzt hier die Schießerei, die wir noch am Shortcut hatten und alles, lief mega, mega gut. Also echt super. Das war super. Das war eine geile Runde. Zweiter Tag. Wir spawnen einfach genau wieder hier. Ja. Wir gehen links rum zur Old Gas Station, direkt zur alten. Hast du dir wehgetan? Ja, von dem Stacheldraht noch. Also wenn du Tipps brauchst, wie man an Zäunen vorbeikommt, sagst du. Ja, okay, mach ich. Ist tot, minus Spieler. Von Spieler? Ja. Oh, wieder Geld. Ich finde nur Geld heute. So, dann gehen wir weiter. Wir können jetzt mal zur Sicherheit hier Strom anmachen. Kennst du das mit dem Strom? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie gemacht. Okay, gehen wir mal hier rein. So, hier den Schalter kannst du mal drücken. Drück mal zweimal O. Siehst du rechts oben die Exits? Und ZB013 leuchtet jetzt gerade nicht. Der ist jetzt gerade weiß. Und wenn du jetzt den Strom anmachst und dann nochmal zweimal O drückst, siehst du, dass er jetzt grün ist. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch bei ZB013 raus. Nur mal eben looten können. Eine Rüstung drin und ein Helm. Der Helm ist tatsächlich ganz in Ordnung. Die Rüstung ist jetzt nicht so geil, aber... Oh, da kommt ein Airdrop. Kann man mit den Taschenlampen Leute eigentlich auch blenden? Oh ja, danke für die Demonstration. Ja, ich glaube, wir haben so Lampen zu susammen. Ja, es gibt sehr viele Leute, die sich auf Reddit oder Twitter oder so aufregen, wie stark die Taschenlampen... Hä, werden wir beschossen? Wurdest du gerade beschossen? Nee, eigentlich nicht. Ja. Was geht bei dir? Achso, nee, alles gut, das ist weit weg. Ich bin bei dir, rechts neben dir drin. Ja, die sind problematisch. Nennen wir es so. Gut, muss ich jetzt hier bleiben oder kann ich auch? Nee, musst du nicht. Ich kann es einfach direkt weiterlaufen. Also andere Spieler könnten den jetzt abmachen, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert. 30 Sekunden, 15 Sekunden oder so? 30 insgesamt, aber... Ja, in der Zeit kommt da keiner und nimmt den wieder weg. Oh, ja. Der ist hier hinter der Wand, hier drin. Achtung, er kommt rechts rum. War tot, ne? Schön. Aber ein bisschen was abgekommen. Ich muss mich jetzt mal schnell heilen. Hast du bestimmt du bekommen, oder? Kann sein. Ich hab auf den geschossen, aber. Ich hab nur aus Panik zurückgeschossen, damit er auch beschäftigt ist. Das ist deiner, ja. Echt? Umlegen. Genau. Wann sieht man das denn? Doppelklick auf Stocktech, dann steht da rechts unten dran der Killer. Level 9. Was ein Noob, ne? Learn to play, Alter. Die erst zumachen, bevor ich sie nochmal durchsuchen kann? Ja, das ist nervig. Plexiglas, T-Stecker. Wieso? Also Plexiglas kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Dann nächste halt Baustelle. Hier das Ding muss man, also der ist ja hier Interaktions-LKW des Todes. Da hatte man ja schon eine andere Quest. Ja, genau, da musst du die Taschen hoch rausholen. Muss auch kurz passieren. Ja, wir müssen nur noch auf die andere Flussseite und dann hinten, der ist ja direkt am Exit. Können wir mich hier jetzt dann gleich, gehen wir erstmal hier rüber. Jetzt kannst du nicht drüber springen, weil kein Ausdauer hast. Nee. Hier ist noch ein Hidden Stash, kennst du den? Den kenne ich, ja. Ja, perfekt. Ich bin nur komplett voll und... Ja, klar. Nee, ich wollte nur... Glaube ich, würde hier mal gehört hast. Ausdauer abwarten. Sind wir schon fast da. Hey. An damit. Ja, das geil. Ja, an Saunas. Das war cool. Ich glaube, das war ein sehr erfolgreicher Tag mit dir. Der Eri-Doktor, den habe ich. Ja, der Eri-Doktor, den kennen wir.